Ja, und schon sind wir in der zweiten Episode hier wieder Carsten Wolf, Universität Bremen, im Modul Erfolgreich studieren. Heute wollen wir das Lernen planen. Das Lernplan kann man auf verschiedenen Ebenen planen. Zum einen können Sie natürlich sich im Bereich Ihres Studiums und Karriere, der Karriereplanung bewegen. Das heißt, Sie überlegen sich, wie Sie insgesamt Ihr Studium studieren. Das sind eher langfristige Sachen. Wann belegen Sie welches Seminar? Wo planen Sie Ihr Auslandssemester ein? Wo kriegen Sie Finanzierung her? Wann müssen Sie irgendwelche Stipendienanträge schreiben? Und so weiter und so fort. Das ist die Makrobetrachtung. Das müssen Sie auf alle Fälle in regelmäßigen Abständen machen, aber nicht jeden Tag. Der Meso-Ebene, das ist so im Endeffekt das Semester. Dort planen Sie Lernprojekte, zum Beispiel, dass Sie Ihr Englisch verbessern wollen, dass Sie eine bestimmte Software erlernen wollen, die Sie vielleicht für Ihr Bachelor-Thesis brauchen, dass Sie eine bestimmte Kompetenz aufbauen wollen, die Sie denken wichtig für Ihr weiteres Studium ist. Und dann gibt es das Mikromanagement, in dem Sie Ihre Lernaufgaben verwalten und gucken, was eigentlich so als nächste Schritte aktuell zu tun ist. Wie kann man das so machen? Ich stelle erstmal zwei Methoden vor und danach dann gehen wir dann in die Werkzeuge. Eine Methode ist die Eisenhower-Matrix und das sogenannte Trafing. Ich schau mir die Dinge, die ich machen muss, an und schaue zum einen, sind die dringend oder nicht dringend und sind sie wichtig oder unwichtig. Wichtige Sachen, die dringend sind, da sollten Sie natürlich sofort handeln. Wenn da Sachen aber dringend sind und eher unwichtig sind, dann sollten Sie versuchen, diese einfach zu delegieren. Wenn das nicht geht, okay, dann müssen Sie die vielleicht doch selber machen, aber eigentlich ist es besser, wenn Sie jemanden finden, der eine Sache dann macht, wenn sie nicht wichtig für Sie ist. Dinge, die nicht dringend sind aber trotzdem wichtig, die können Sie erstmal ablegen und später machen. Und Dinge, die unwichtig sind und nicht dringend, ja, die sollten Sie dann eigentlich wegschmeißen und gar nicht tun. Diese Eisenhower-Matrix ist von dem US-amerikanischen General, der so ein bisschen aus seiner Erfahrung das entwickelt hat. Der hat nämlich gemerkt, dass man eigentlich ganz häufig gerade bei diesen nicht dringenden, unwichtigen Bereichen arbeitet oder ganz viel auch bei unwichtigen, dringenden Angelegenheiten, dass sie viel Zeit schlucken und die sollte man halt das abgeben, delegieren. Eine andere Methode, die sehr bekannt und berühmt geworden ist über die letzten Jahre, ist das sogenannte Getting Things Done, also einfach Sachen gebacken kriegen, sozusagen. Das ist ein Selbstorganisationssystem, insbesondere für Personen, die viel am Rechner arbeiten, für Wissensarbeiter, also auch für Wissenschaftler. Und da gibt es ein paar Grundsätze. Zwei Grundsätze. Erstmal sammle alle Dinge, die erledigt werden müssen, in einem logischen und vertrauenswürdigen System. Da gibt es dann unterschiedliche Methoden, wie man es macht, mit Papier oder auch mit irgendwelchen Rechnern, Handys, Smartphones etc. außerhalb deines Kopfes. Das heißt, nicht immer alles mit sich im Kopf rumtragen, sondern sammeln und dann vergisst man auch nichts. Und zweiter Schritt ist immer wieder da diszipliniert darüber zu entscheiden, ob Aufgaben überhaupt da in diese Listen halt hineinkommen oder ob sie nicht einfach herausgeschmissen werden. Gibt eine ganz schöne Kurzübersicht auf dem Blog Personal Productivity 101. 101 ist in den USA, sind das immer so einführende Kurse, 101, die sind immer durchnummeriert. Und das ist ein sehr schönes Blog, wo Sie immer wieder Tipps dazu finden, wie man eine Produktivität steigern. Die Abbildung hier ganz oben, Stuff, da habe ich also irgendwelche Dinge, die mir momentan wichtig sind, die ich jetzt mir zum Beispiel auf einem Blatt Papier gesammelt habe. Und dann frage ich mich, was ist das eigentlich dort? Zum Beispiel irgendeine Besorgung, die ich machen muss oder irgendeine Aufgabe, die ich erledige. Und dann fragt man sich erstmal, kann ich da überhaupt handeln? Gibt es da irgendeine Handlungsmöglichkeit? Und wenn Sie momentan da nichts dran tun können, also Sie haben keine Möglichkeit, da im Moment
eine Handlung zu initiieren, dann sollten sie entweder wegschmeißen oder auf eine Liste tun, die heißt irgendwann mal, beziehungsweise einfach das Ablegen in so einen Bereich Referenzen, einfach so, wo man nachher vielleicht irgendwann nochmal was nachschauen kann. Aber wenn sie was machen könnten, dann fragen sie sich, okay, was ist denn eigentlich die nächste Aktion in diesem Thema, also zum Beispiel Englisch lernen. Da tut man dann manchmal sich daraus ein Projekt bauen und einen Projektplan entwickeln und dann weiß man auch, was die nächste Aktion ist. Und man schaut sich das an und sagt, kann ich das in weniger als 2 Minuten machen? Und dann machen sie es einfach. Einfach machen, abarbeiten. Und wenn es nicht in 2 Minuten zu machen ist, dann tut man es entweder delegieren. Wenn man es delegiert, dann muss man halt darauf warten, dass da was passiert. Da muss man irgendwann mal wieder regelmäßig nachfragen, ob es gemacht worden ist. Und wenn man es nicht delegieren kann, dann tut man es erstmal planen, wann man das zu machen hat. Und tut es im Kalender oder in den nächsten Aktionen. Und dann arbeitet man das so durch und dann plötzlich ergeben sich dann Zeitfenster, die man hat, wo man tatsächlich Dinge, die man machen muss, ohne großen Stress sehr auf der einen Seite effizient, aber auch inhaltlich nicht nur in einer, ja, nicht nur in a rush macht, sondern tatsächlich qualitativ hochwertig. Und auf derselben Website finden Sie dann auch nochmal diese Eisenhower-Matrix nochmal in einer Form, wo man sagt, was macht man da, oder Beispiele dafür. Links unten sehen Sie nochmal die nicht dringenden, aber die dringenden, aber nicht wichtigen Dinge. Das nennt er der Quadrant der Ablenkung. Dort soll man vorsichtig sein, weil diese Dinge erscheinen dringend, aber sie führen sie überhaupt nicht in Richtung ihres Ziels. Das können Sachen wie Unterbrechungen sein, dass irgendwie jemand sie anruft, irgendwelche komischen E-Mails, die nichts mit ihren Zielen zu tun haben, manche Treffen und so weiter und so fort. Das ist eine Sache, wo sie vorsichtig sein muss. Rechts unten, das sind die Sachen, die sie vermeiden sollten, wie der Teufel das Weihwasser. Also einfach all das, wo Zeit vergeudet wird. Irgendwelche Aktivitäten, die sie nur machen, weil sie eine bestimmte Sache nicht so ganz so gerne machen. Da kommen wir nochmal im Bereich der Prokrastination drauf, dass man irgendwelche komischen Fernsehsendungen anschaut, irgendwelche Quizshows etc. Irgendwelche Sachen, die sie eigentlich nicht weiterbringen und womit sie eigentlich nur ihre Zeit verschwenden und nichts Sinnvolles und nichts wirklich. Ja, also es geht ja nicht immer nur darum, dass die Sachen jetzt sinnvoll fürs Studium sind, etc., aber sie sollten trotzdem ihre Zeit einfach so nutzen, dass sie danach, nach der Aktivität auch sagen, das hat sich gelohnt, dass ich diese Zeit jetzt dort hineingetan habe. Links oben nochmal wichtig und dringend, da sagt der Stephen Covey, der sagt, die muss man besonders gut managen, organisieren, planen. Da kommt dann gleich das Projektmanagement rein. Und das Wichtigste ist der rechts oben der Bereich der wichtigen und nicht dringenden Tätigkeiten. Und wenn man hier sich darauf fokussiert, dann kann man seine Ziele schneller erreichen und besser erreichen. Beispiele da sind planen und sich über seine Ziele klar werden, Sport machen, die zwischenmenschlichen Beziehungen aufbauen und intensivieren und echte Entspannung echte Entspannung. Also nicht Entspannung, wo man nachher fertiger ist als nachher. Also zum Beispiel abends 3 Stunden Fernsehen gucken, gehört nicht zur echten Entspannung. Aber zum Beispiel
in eine Zen-Meditation-Gruppe einen Abend in der Woche gehen, das ist echt Entspannung. Und für Dinge, die mehrere Schritte in sich haben, da kommt man ganz schnell zum Projektmanagement. Der Kollege Michael Gessler, der hier auch in der Erziehungswissenschaft arbeitet, der arbeitet zum Thema Projektmanagement auch in Schule und Lernprozessen. Und hier ist so ein 10-Schritt-Programm, wie man eigentlich Projekte managt, also vor allem Projekte plant. Stellen Sie sich vor, Sie wollen eine Hausarbeit schreiben oder Sie wollen eine Bachelor-Thesis, Master-Thesis schreiben und müssen dafür eine Untersuchung machen. Oder Sie machen ein Software-Projekt oder Sie machen ein Studienprojekt. Dann heißt das, das sind ganz, ganz viele Dinge, die Sie beachten müssen. Das heißt, Sie machen erstmal eine Grobplanung und klären, worum es geht, schauen, wie sieht das Umfeld aus? Also wie viel Zeit ist eigentlich da? Wie viele Ressourcen stehen mir zur Verfügung? Dann legen Sie die Ziele fest und planen erstmal grob Phasen und setzen ein paar Meilensteine fest, um zu wissen einfach, das und das muss bis dahin fertig sein, sonst wird das viel zu knapp und stressig, das Projekt. Und ja, dann können Sie einen Projektvertrag abschließen, wenn jemand im Grunde Ihr Auftraggeber ist, Sie sind Auftragnehmer. Das wird selten sein, dass Sie das mit Ihren Professoren machen, aber es kann sein, dass Sie mit mehreren Leuten sowas arbeiten. Und dann ist es immer wichtig, das in irgendeiner Weise zu skizzieren und zu sagen, so, das ist das, was Sie erreichen wollen, das sind die Ziele. Und das ist so das ungefähre Vorgehen. Und dann fängt man an, geht in die Feinplanung, tut Arbeitspakete schnüren und strukturieren, sich genau überlegen, was muss ich da genau eigentlich machen, wie sind die. Ja, aber wir sind voneinander abhängig. Man beschreibt deswegen die Aktivitäten und sagt, wer übernimmt die Verantwortung dafür und plant die Zeitabläufe. Wie lange dauert das? Und wovon hängt es ab? Von wem brauche ich ein Arbeitsergebnis etc.? Dann baut man so einen Plan auf, recht detailliert, und präsentiert sich das dann in der Gruppe und guckt, dass man alle darauf sich einigen können. Ja, und dann kommt der Schritt 10, der hier so einfach dasteht, Projekt durchführen und abschließen. Da passiert natürlich auch noch ganz, ganz viel, aber wenn Sie nicht vorher gut geplant haben, dann wird es auf alle Fälle ins Chaos hineinlaufen.